Willkommen Leute, und heute werde ich mal ein Last Team Standing testen. Ja, dann fangen wir mal an. Hoffentlich gefällt euch das Video und ja. Kugelkiller hat es ja auch schon mal gemacht, aber jetzt wollte der andere. Ich kenne nicht, ich kenn nicht so was, wenn du Kugelkiller hier bei mir selbst bist, hat ja nicht gebraucht. Genau. Ja. Nein, nein. Wie auf die Wohnung oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo sie sind. Normalerweise würden sie hier rein. War bei dir doch raus, oder? Nee, warte. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen. Ja, bester Moderator, 10 von 10 Punkten. Ja, Mann. Da mache ich mal auf irgendwie ein bisschen Werbung über Leute. Oh, ja, los geht's, ja. Ich würde euch Buffer Mods bei Facebook empfehlen. Liked ihn, fragt ihn nach einem Unlock All bei GTA. Er macht's zu 100%. Ich hab's getestet, es klappt. Leute meinen, es geht nicht. Er hat Beweisvideos und Leute schreiben auch, es klappt. So. Ja. Komm, bester Mann. Nein, Free Gaming, TV auschecken, bester. Ganz ehrlich, kriegt hier irgendjemand Geld dafür? Wieso macht, ja. Wieso macht hier jeder wieder? Ich krieg Geld von G1. Das ist kein Weltwunder. Vielleicht. Keine Ahnung. Ach, endlich! Oh, na. Ja, aber warte, da muss denn doch auf deinem Rambo-Ding stand. Geht doch nicht, wir sind nicht mal hier, wenn der jetzt weg ist. Oh. Das kommt doch so oder so jetzt. Ja. Nein, aber wenn er die verliert, dann kann er. Ja, okay. Wie wird keiner den Kopf verlieren? Nee, das ist so. Das ist der Punkt, wie durch das Ding gegeben. Es ist ja ein Test von einem Test. Deswegen ist er auf der. Ist okay. Ja, jetzt kommt er. Dann geht's jetzt mal los. Das ist schon mal der Nachteil. Ja, man muss erstmal Stress machen, das dauert ein bisschen. Bisschen Zeit für Gold. Auf geht's. Der kann auch hoch. Jetzt hat er diesen Sinn. Jetzt geht er. Wir müssen hoch. Das ist nicht Kopf, da oben. Wir haben keine Zeit hier, also weniger Winter. Das passt schon, da oben. So. Da kann man nicht so einfach hoch, du musst da hoch und dann da über das andere hoch. Ich bin Profi. Ja, mal Profi. Ja, das war extra. Ich wollte. Ich wollte nur testen, ob das so, ne? Aber auch sicher ist. Genau, ob man da. Oh Scheiße. Ey, das ist doch jetzt echt kacke. Ihr konntet da doch auch nicht. Nein. Konnten wir nicht, das war kaum. Ach Mann. Du wolltest das hier haben. Ja, das ist doch beides. Das ist. Echt, das. Wir sind da oben im Test nicht hingegangen. Gut. Dann gehe ich dann halt dahin. So. Oh, was haben wir da Schönes? Oho. Oho. So. Das ist ein Wandel, das Maschinengewehr ohne uns oben drauf. Ja, ich fahre, ich suche jetzt. Es war dafür da, damit du da drinnen bleibst, damit du Deckung hast. Das schaffe ich auch so, ja. Es sollte einigermaßen realistisch sein. Wenn es darum gehen würde, wo man hingeht, um jemanden zu erschießen, es war auch für den Normalgebrauch gedacht. Aber warum zum Teufel steht da denn? Damit man Deckung hat. Man kann genug. Ja, aber wieso steht da eine Rampe? Wieso da eine Rampe steht, damit man ein bisschen höher kann? Bis wirklich auf deine eigenen Ja, vor allem nicht bei dir. Ja. Wenn ich das so machen würde und mit der Rampe rüberfahren würde, dann würde das doch auch nicht gehen. Dann wäre ich ja auch da im Freien und würde erschossen werden.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist. Das hat Mac aus Protokill nach Wunschen gemacht. Wenn du was haben willst, wo du gerne oben hingehst und einen Kampfverfolger hast, dann spiel drauf. Außerdem gibt es noch. Keine Ahnung. Ja. Also jetzt nach hinten guckst und dann viele Leute da stehen. Überall. Keine. Deswegen keine da, weil ich zu weit vorne kommen will. Ja, da kommen vielleicht. Und in der Zeit, wo ich hier hinten zu nach, greifen dich die von hinten an. Also von vorne, auf jeden Fall. Keine da. Geh mal ins Verschluss mal wieder auf. Ja, wer das jetzt nicht da, wärst du jetzt blutig. Oh Gott. Komm, da muss doch jetzt einer kommen. Aber die Rampe war doch unnötig. Wo ist der da wohl Deckung? Wieso habe ich das nicht gleich reingebaut? Ja. Das ist halt ein Nachteil vom Deathmatch. Woher sollen Leute, die das dann da einfach beitreten, direkt wissen, dass er. Keine Ahnung, woher sollen Leute denn wissen, dass man sterben kann in normal? Mhm. Und in normalen auch fünfmal mehr Polizei sein. Woher sollen die das denn auch bitte wissen, dass man sterben kann? Und das ist ein Last Team Standing, ist aber eigentlich vorsichtig. Man kann da natürlich rausfahren und irgendwo anders hin, aber wieso soll ich? Da vorne ist sogar was für Infanterie. Wenn du jetzt rausgehst und da über den Zaun kletterst, da. Wo fährst du jetzt? Müssen wir sehen. Ja, es bringt jetzt nicht mehr, weil gleich ist der letzte sowieso so. Da ist das jetzt sowieso für. Ja. Ja, jetzt wärst du eigentlich. Wie du? Sag mal, deswegen ist es extra weg. Ja. Protokiller macht immer seinen Spaß darauf, wie er immer rumläuft und die Leute boxt, aber du machst halt immer so einen Spaß daraus. Ne? Er ist eigentlich Profi, er weiß eigentlich, wie das jetzt wirklich geht, aber ich glaube, er übernimmt sich ein bisschen. Ja, aber was ich eigentlich sonst mache, ist ja nicht wirklich so normal spielen. Ich modde ja hauptsächlich. Ja. Ich mache ja Online-Sitzungen, also Fun-Sitzungen, ja. Mein Spiel, mein Namen sage ich jetzt nicht, ich habe keinen Bock drauf, dass mich Leute adden. Ich habe schon genug Leute, die mich adden. Nee. Ich nehme. Aber ey, trotzdem, hier. Sag uns doch einfach, wie das deine Meinung ist. Oder wie das deine Spielweise ist. Test bitte. Ja, gut, es würde wirklich mehr Spaß machen, wenn man schon weiß. Ich hoffe, es steht in der Beschreibung, dass man ja, dann. Wenn ich das alles in der Beschreibung, wie viele Leute lesen wirklich die Beschreibung, wenn wir dann lassen können. Vor allem in einer Co-Op-Map. Es gibt keine richtigen Co-Op-Map. Bis früher halt von diesem Event oder Update oder so etwas. Und das ist der Grund, weswegen. Ich habe das eigentlich für Freunde gemacht, also für Leute, denen ich das erklärt habe, dass Freunde das vielleicht gut erklären können oder so etwas. Das ist auch der Grund, wieso ich das bisher nur mit Protokiller und Bildschirm gespielt habe, weil die einzigen waren, die die Regeln wirklich so einigermaßen erklären konnten. Wenn Fremde das spielen würden, das kann überleben. Kein Bock mehr. Ja. Also, das war der Test, weil der letzte Mexikaner halt gestorben ist. So, sag mal deine Meinung darüber, wie du jetzt fandest im Test. Eigentlich war es lustig, aber diese ganzen. Es ist ja auch wirklich nur für Freunde gedacht. Ja. Aber sonst ja eigentlich richtig lustig. Es wäre für die Öffentlichkeit gedacht, hätte ich da auch einen Überlebenskampf machen können, aber das steht nicht im Editor zur Auswahl. Es ist nicht so, als wäre ich jetzt ein Modder auf dem PC, das hätte ich nicht machen können. Letzte ja. Worte von Protokiller. Das war's mit der Folge. Peace out.